Finchgau ein wichtiger Meilenstein in der Energieversorgung des ganzen Landes. Im Beisein von Landeshauptmann Arno Kompatscher und Energielandesrat Richard Theiner wurde der Grundstein für eine neue Primärkabine in der Gemeinde Latsch gelegt. Für das Projekt und die Ausführung ist Edina, eine Tochtergesellschaft von Aleperia, verantwortlich. 76 haben wir heute bestehen und heute mit dem heutigen Grundstein entsteht die Nummer 77, eine ganz wichtige Primärkabine fürs Finchgau. Das Ziel ist einmal die Versorgung für die Gemeinde Schlanders, für die Gemeinde Latsch und für das Martelltal zu verbessern und zu erhöhen. Ein zweiter Punkt, ganz wichtig, zwischen Meran und dem Reschenpass eine größere Sicherheit und eine größere Qualität in der Verteilungsdienst herzustellen. Und drittens stellt es ein Pilotprojekt und eine Premiere in Italien dar, weil von dieser Primärkabine auch die elektrische Energie für die Finchgerbahn versorgt wird und die zentrale Versorgungsstelle für die Finchgerbahn entsteht. Die neue Primärkabine verbessert grundsätzlich die Situation der Versorgung mit elektrischer Energie für das gesamte Gebiet zwischen Meran und Reschen. Ja, es handelt sich hier um ein ganz wichtiges Projekt. Seit vielen Jahren wissen wir, dass es mit der Energieversorgung im Finchgau, was die Versorgungssicherheit anbelangt, nicht so gut bestellt ist. Jetzt können wir diese gewährleisten mit dieser neuen Primärkabine. Gleichzeitig dient diese auch dazu, die neue elektrifizierte Finchgerbahn dann mit Strom zur Versorgung. Und deshalb ist es auch eine besondere Anlage. Einmal umspannen von 132 Kilowolt auf 20 Kilowolt, zum anderen aber auch auf 25 Kilowolt Gleichstrom. Das gibt es hier in Südtirol erstmals in Italien. Ausdruck unserer Energieautonomie ist auch, dass wir solche Projekte umsetzen können im Sinne und zum Nutzen der Bevölkerung. Die Einbindung an das bestehende Hochspannungsnetz wird von Terna durchgeführt. Damit wird den Hauptverbrauchern Schlanders, Latsch und Martell sowie der STA zur Stromversorgung der Finchgerbahn ausreichend Energie durch Transformation der Hochspannung in Mittelspannung zur Verfügung gestellt. Die Errichtung dieser Primärkabine hier in Goldrain ist von grundsätzlicher Bedeutung, sowohl für die Elektrifizierung der Finchgerbahn, aber auch für die Versorgungssicherheit des gesamten Finchgaus, aber insbesondere hier im Mittelfinchgau, wo wir auch die größten Obstmagazine des Tales haben. Die Kosten für diese neue Anlage sind mit 8,8 Millionen Euro veranschlagt. Projektmanager und Planer sind Ingenieur Roland Patscheider und Architekt Werner Pircher sowie Ingenieur Klaus Fleischmann. Die ersten Aufträge konnten bereits vergeben werden. Dabei ging es um die Ausführung der Tiefbau- und Hochbauarbeiten sowie die Realisierung der externen Infrastrukturen und die Elektroarbeiten. Die weiteren Ausschreibungen betreffen die elektromechanische Ausstattung, die Lieferung der Spezialanlagen sowie die Verkabelung und Montage der elektromechanischen Anlagen.